Geschichtsstunde, ein weiteres Mal. I was a merchant. I sold weapons to both sides in the Great War between Carla Moore and Dyfed. I was just leaving Carla Moore, having made a great sale, when I heard the sounds of explosions. I looked to the sky and saw dragons bound to the will of the King of Dyfed, laying waste to Carla Moore. The sky was red with fire. The air reeked of smoke and death. I blessed my luck that I'd left the city in time, until soldiers of Dyfed found me, laden with Carla Moorian gold. Sehr interessant. Erinnert ihr euch noch daran, dass eine Wache des Königs davon berichtet hat, wie der König versuchte, die Kontrolle über einen Drachen zu erlangen? Das war der König von Dyfed. Und der hat es anscheinend doch wirklich geschafft, einen Drachen zu kontrollieren. The temple is close, so hopefully Seraphine is there. Let's just hope she survived. Ja, der labert jetzt wieder unaufhörlich stundenlang weiter. Wir nehmen die Barriere wieder mit. Ha, das gibt uns 12 ganze Punkte in Verteidigung dazu. Das ist schon ordentlich. Na, wieso? Mache ich das halt so kaputt? Ach so, nee, die Teile muss ich hier sogar so kaputt machen, ne? Das ist Textur, was da geleuchtet hat und... Das Schild hält einfach nur viel aus. Okay. Hello, with pleasure. Das Spiel hat hier an dieser Stelle dafür gesorgt, dass wir jetzt wieder vollgepumpt werden. Mit Magie und Lebenspunkten. Das heißt, sind wir schon bei einem Bossgegner? Was erwartet uns jetzt? Ich war's nicht. Well, I can't believe I ever doubted you. There it is. The temple. Ja. Und nicht nur der Tempel. Are you kidding? That's the best part. You know how I love things smelling up around here. And for once, I'd love to be able to walk in a front door without being shot at. Sneaky attack. Das wäre jetzt... Boah, die machen den ganzen Wald kaputt. Na? Kommt einer um Ecke? Oh, da fliegt etwas auf mich zu. Naja. Der gute alte Nahkampf. Solange die auch ihre eigenen Leute damit abschießen können, habe ich da gar kein Problem mit. Sehr schön. So. Okay, so weit kann er nicht werfen. Das ist schade. Was ist das? Einfach nur ein kleiner. Ein kleiner Schiff. Why are we waiting here? Let's take it to them. Dadurch kommen wir nicht. Das Schild hat mittlerweile seine Magie verloren. This is not the fun side of a catapult. Nicht? Kann ich nicht nachvollziehen. Wieso alles Paletti? Alles super. Ein paar Bäume sind umgekippt. Ja, und? Ach je. Na nü, na na. Wie ich das nicht mag, wenn man so belagert wird. Aber man hat ja keine andere Wahl. Ist jetzt die Frage, wie macht man das am besten? Ja, ich werde gebufft.
They're mine now. Ja. Habe ich mich jetzt selbst getroffen? Hm. Oh mein Gott. Die wollen doch nicht echt, war echt, dass ich dann da durchrenne. Und es gibt keinen anderen Weg. Wie unpraktisch. War hier noch irgendetwas? Nein. Und Elara ist irgendwie weg. Glaube ich. Ah ne, sie steht da. Alles Paletti. Perfect time. Weiter ran, weiter ran, weiter ran, weiter ran, weiter ran, weiter ran. Ja. Weiter ran, weiter ran. Die Ballisten ausschalten. Katapulte. Ja, wenn ich... Ach Gott. Nein! Nein, der Schild ist weg! Verdammt! Hilfe! Weinerlich, weinerlich! Naja, aber was soll man da machen, ne? Wieso sind da immer so viele von euch? Weg von der Frau! Mein Gott, die ist eine Fernkämpferin. Was fällt dir ein? Shield is broken. Ja, ich weiß. Schnetze, Party geht weiter. Hör mal auf, mich zu schlagen, mein Gott. Ich bin hier der Protagonist. Ich muss sowas machen. Oh, jetzt. Ja, natürlich, ja. Jetzt kommen sie ja von unten. Dann benutzen wir das auch mal. War das ein Treffer? Oh mein Gott, sind diese Teile träge. Ah, und wieder ein Kollege. Himmelarsch und Zwirn, da explodiert jetzt aber gerade nicht alles. Na, und ihn hat's doch zerschossen. Sehr schön. Das ist aber weit geflogen. Oh, und mein Schild hat's auch komplett zerrissen. Schade. Weiter geht's. Oh, und eine weitere Leiche. Let's see what this body can tell. Mit einer weiteren Geschichte. My life was in shambles. Couldn't be any worse as far as I was concerned. My wife left me. My own son wouldn't talk to me. I owed a very dangerous man money I didn't have, and I had to live in the shadows in fear of retribution. No, things couldn't be any worse until I was eaten by a walker. I guess the moral is, no matter how bad things are, no matter how much you feel, things couldn't get any lower. You could always end up as lunch to a ghastly underground creature. Kurzum,
sein Leben war beschissen und als er dachte, es könnte nicht noch beschissener laufen, wurde er sogar noch Fraß. Endete als Fraß für einen Warger. Oder für mehrere Warger, das weiß ich jetzt nicht. Ah, sie sucht sich die Filiolen von alleine. Oh ja. Definitiv. So. Tja. Bin ich froh, dass ich hier nicht alleine rumrenne, ne? Und ich denke, an dieser Stelle lässt sich ein guter Cut machen. Weil ich werde dann mal kurz das alles bearbeiten. Kurz das alles schnell zusammenpacken und ja, dann werde ich das wahrscheinlich auch schon weitermachen. Das heißt, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Haunted the Demon's Forge. Da kommt mir jetzt sofort wieder die Frage, ob ihr das okay findet, dass ich alles so in einer Aufnahmesession mache oder dass ich euch zu wenig begrüße. Kommentare würden mich freuen, damit ich das alles nochmal so ein bisschen verbessern kann, ein bisschen besser anpassen kann. So, und jetzt genug geredet. Bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, ihr seht das im nächsten Part. Tschüss.